Herzlich willkommen, mein Name ist Katharina Matzig und ich möchte Ihnen gerne die vier Projekte vorstellen, die Sie beim Baumeister Architekturquartett während der Bau 2011 am 18. Januar in aller Länge diskutieren können. Ich stehe mitten in der Innenstadt von München und hinter mir sehen Sie das sogenannte Isartor-Palais. Hier war einst eine kriegsbedingte Baulücke, die vor einigen Jahren von der Patrizia Immobilien AG gekauft wurde. Etwa 900 Quadratmeter war sie groß. Und entstanden sind hier, basierend auf einem gutachterlichen Plan von Professor Hans Kolloff aus Berlin und weitergeführt von den Münchner Architekten Maisch und Wolf, ein zweigeteiltes Gewerbe- und Wohnensemble. Es werden 2000 Quadratmeter Gewerbefläche angeboten im vorderen Teil an der Frauenstraße und 15 Wohnungen insgesamt im ruhigeren Teil an der Rumpfortstraße, inklusive eines 250 großen Penthouses mit Blick über die Dächer von München. An der Schnittstelle vom dicht bebauten steinernen Neuhausen und dem von Gärten geprägten Gern ist das Wohnen am Taxisgarten entstanden. Was Sie hinter mir sehen, es besteht aus drei einzelnen Baukörpern mit insgesamt 54 Eigentumswohnungen. Bauherrin ist die GEWOFAG. Geplant wurden die Gebäude vom Büro 03 Architekten aus München und deren Ziel war es, den Nutzern und Bewohnern größtmögliche Freiheit beim Wohnen anzubieten. Das heißt, sämtliche Wohnungen sind komplett stützenfrei und dadurch im Grundriss freigestaltbar. Parkside heißt dieses Projekt hier in Leim. Es liegt an der Kreuzung Agnes-Bernauer Straße, Fischer von Erlach Straße und wurde errichtet von der Bayerischen Hausbau gemeinsam mit der Architektin Eika Schluchtmann aus München. Im zweiten Bauabschnitt, der sich gliedert in fünfgeschossige Türme und viergeschossige Gelenkbauten, sind 70 Wohnungen entstanden und besonderen Wert wurde darauf gelegt, den Nutzern geschützte Freibereiche möglichst großzügig zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Wohnungen haben in der Regel zwei Balkone, zwei Lodgen oder zwei Dachterrassen. Pasing, ganz im Westen von München, hat nicht nur einen eigenen Marienplatz, sondern inzwischen auch drei Rialto-Brücken, die den Würmkanal überspannen. Sie sind Bestandteil des Projektes Residenza Veneziana, das finanziert wird von Terra Finanz und realisiert wird von BZB Architekten und Ingenieuren aus München. Hier, direkt am Pasinger Stadtpark, entsteht gerade der fünfte Bauabschnitt des Projektes. Und angeboten werden 2 bis 5 Zimmerwohnungen in einer Größe von 60 bis gut 210 Quadratmetern nach offensichtlich italienischem Vorbild.